Hallo, könnten Sie mir vielleicht helfen? Wo ist Herr Schmidt? Sie suchen Herrn Schmidt? Dann gehen Sie doch bitte in das Büro Nummer 520. Also Entschuldigung, ich suche nur einen Herr Schmidt. Ja, ich habe doch gesagt, Sie finden Herrn Schmidt im Büro 521. Aber Herrn ist doch Plural, oder? Hallo, meine lieben Deutschlerner, ich bin Marina. Willkommen zurück bei Perfektes Deutsch. Heute wird es um die N-Deklination gehen. Und das Beispiel, was ihr gerade gehört habt, ist sehr klassisch, um zu verstehen, wie die N-Deklination überhaupt funktioniert. Wir haben also Nomen, die dekliniert werden müssen. Deklination bedeutet immer Anpassung an den jeweiligen Fall, an den Kasus. Ihr kennt das von der Adjektivdeklination. Rote Schuhe, die roten Schuhe, den roten Schuhen und so weiter und so weiter und so weiter. Und so etwas kann auch mit Nomen passieren. Und dann sprechen wir von der N-Deklination. Schauen wir uns das Beispiel vom Anfang nochmal an. Wo ist Herr Schmidt? Ganz klar, nach dem Verb sein folgt immer der Nominativ. Das heißt, Herr Schmidt ist in dem Fall das Subjekt im Nominativ und wir sehen keine Veränderung am Wort Herr. Aber sobald Herr im Akkusativ steht, Sie finden, Sie ist das Subjekt, finden das Verb und dann ist Herr Schmidt im Akkusativ, bekommt das Herr ein N, weil es dekliniert wird. Sie finden Herrn Schmidt im Büro hinten rechts. Mit dem Dativ würde es genauso sein. Ich gehe heute mit Herrn Schmidt essen. Dieses Büro gehört Herrn Schmidt. Auch hier ist Herr Schmidt dann im Dativ, weil das Wort gehören den Dativ fordert. Und im Genitiv. Laut Herrn Schmidts Meinung können wir die Besprechung jetzt wirklich beenden. Naja, wir würden es kaum benutzen, aber so wäre es richtig. Soweit, so gut. N-Deklination heißt N-Deklination, weil die Nomen ein extra N bekommen. Aber welche Nomen gehören denn jetzt zur N-Deklination? Wahrscheinlich kennt ihr auch diese langen Listen mit unglaublich vielen Wörtern, die man dann auswendig lernen kann, wenn man genau wissen möchte, welche Nomen zur N-Deklination gehören. Natürlich muss es irgendwie gelernt werden, aber lange Listen, ist vielleicht gar nicht nötig. Ich habe drei Regeln gefunden, die ihr euch merken könnt und diese dann auf die Nomen anwenden könnt, um herauszufinden, ob sie zur N-Deklination gehören. Regel Nummer 1. Es handelt sich immer, naja, nicht immer, natürlich, sagen wir zu 99,43% um ein maskulines Nomen, also männlich. Der Artikel ist immer der. Die Ausnahme kommt natürlich am Ende des Videos. Das heißt also, feminine und neutrale Nomen können niemals zur N-Deklination gehören. Das ist doch soweit ganz gut. Wir haben nur maskuline Nomen, auf die wir unser Augenmerk richten müssen. Das Augenmerk auf jemanden oder auf etwas richten bedeutet, sich das genauer anschauen und merken. Regel Nummer 2. Schaut euch die Endungen an. Wenn das maskuline Nomen auf E endet, gehört es zu fast 100% zur N-Deklination. Hier sind ein paar Beispiele aus völlig verschiedenen Gruppen: Tiere, der Löwe, der Affe, Berufe, Personen, der Biologe, der Gynäkologe, nicht reale Dinge, die man nicht fassen kann, der Friede, der Glaube,
aber auch der Gedanke und natürlich der Name. Das sind alles maskuline Nomen, die auf E enden. Und weil sie maskulin sind und auf E enden, gehören sie in die Endeklination. Wie ist dein Name? Hier steht Name noch im Nominativ. Kannst du mir bitte deinen Namen buchstabieren? Im Akkusativ bekommt Name ein extra N. Und die dritte Regel ist, maskuline Nomen, die auf D oder T enden, gehören auch super oft, fast 100%, zur Enddeklination. Hierbei gibt es Listen, die natürlich dann nochmal unterscheiden zwischen Nomen, die auf AT und AD und Nomen, die auf ENT oder ANT oder AND enden. Meine vereinfachte Regel ist generell maskuline Nomen, die auf T oder D enden. Beispiele sind der Student, der Klient, der Patient, der Praktikant, der Demonstrant, der Doktorand. Verdient man eigentlich als Praktikant Geld? Also ich bin heute einem Praktikanten begegnet, der sagte, dass er keinen Cent bekommt. Der Unterschied bei Nomen, die auf D oder T enden, ist, dass sie noch ein zusätzliches E zu dem N bekommen. Das ist aber ein phonetisches Phänomen, denn wir können nicht sagen, ich bin heute einem Praktikanten begegnet. Es ist ein E versteckt, damit wir es besser sprechen können. Natürlich merkt ihr sicherlich auch, wenn die Deutschen sehr schnell sprechen, verschlucken sie gerade diese schwachen E's am Ende. Viele sagen natürlich, ich bin heute einem Praktikanten. Ich bin heute einem Praktikanten. Da verschlucken wir sogar das T, du liebe Zeit. Das tut mir leid für euch, die ihr das lernen müsst. Ich bin heute einem Praktikanten begegnet, der sagt, er bekommt kein Cent im Praktikum. Wie dem auch sei, es sind diese drei großen Regeln, woran ihr die Nomen erkennen könnt, die der Enddeklination folgen. Maskuline Nomen auf E, maskuline Nomen auf D oder T. So, und nun kommt die absolute Ausnahme. Das ist das Wort Herz. Es ist neutral, das Herz. Aber es wird wie ein Nomen in der Enddeklination behandelt. Mein ganzes Herz gehört dir. Ich liebe ihn von ganzem Herzen. Enddeklination. Und EN, weil wir Herzen nicht sagen. Daher brauchen wir dieses Phonetik E. Das war das kurze und ich hoffe sehr hilfreiche Video zur Enddeklination. Ich wünsche mir Beispielsätze von euch. Beispielsätze korrigiere ich immer und zwar auch wirklich ich persönlich. Und mein heutiger lieber Gruß geht an Marky Man, denn der hat sich das Video zur Enddeklination nämlich gewünscht. Schaut auch auf meinem Allgemeinwissen-Kanal vorbei. Hier habt ihr die Möglichkeit, mit Hilfe der Videos euren Wortschatz zu erweitern. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr eines dieser Videos anklickt. Dann sehen wir uns nämlich gleich wieder. Bis dann. Tschüss.